Hotz. Willkommen zurück im Nexus. Mit Midi Midi. Es geht in eine neue Aufnahmesession für mich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und von vorne weg, ich muss kurz ein bisschen darüber reden, was das Experiment Asmodan Road to Level 100 angeht. Da habe ich angefangen, rum zu experimentieren, was eigentlich ist, wenn wir. Ich spiele mal wieder Hanzo. Da haben wir Lust auf Hanzo. Let's go. Hanzo wird nicht immer gepickt. Also spielen wir Hanzo. Was passiert, wenn wir. Wenn ich mal darüber. Oder sagen wir mal so, ich fange mal von vorne. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich vielleicht das Let's Playen, das klassische Let's Playen an sich aufhöre. Mit kommentieren und so, weil ich das Gefühl habe, dass ich da einfach nicht der Richtige bin. Dass da gibt es tausend andere, die viel, viel besser kommentieren. Ich rede halt einfach immer den ganzen Tag nur absoluten Quatsch und mir fällt tatsächlich meiste Zeit auch nicht viel ein, worüber ich reden kann. Versuche zwar auch schon mal persönliche Sachen reinfließen zu lassen, aber irgendwie bin ich damit nicht so ganz zufrieden. Und deshalb habe ich nachgedacht, dass ich vielleicht drauf wechseln werde, einfach Walkthrough zu machen. Das heißt, ein Spiel komplett durchzuspielen, ohne dass ich kommentiere. Und der Zuschauer kann sich da selber einen Weg vermachen. Ich habe es mal mit dem Stream versucht, aber mir ist dabei leider nicht bewusst gewesen, dass ich Leute, die regelmäßig bei mir zuschauen, unabhängig davon, ob ich ein Idiot bin oder nicht, ein bisschen vor den Kopf stoße, weil ich einfach gar nicht mehr drauf reagiere. Das war auch nicht die feine englische Art. Ich werde das in Zukunft wieder anders handhaben. Ich weiß immer noch nicht so. Ich meine, ich habe den Kanal jetzt schon so lange. Ich habe schon so eine ganz klassische Struktur mit Spielen, die ich sehr gerne spiele. Und mein Genre, was ich halt sehr, sehr gerne spiele. Aber. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin halt wirklich tagtäglich darüber, denke ich darüber nach, was heißt tagtäglich nicht, aber denke schon sehr oft darüber nach, ob ich das so weitermachen will, wie es gerade ist. Also, ich weiß es nicht. Mir war immer egal, wie viel Unterstützung ich tatsächlich bekomme auf dem Kanal, ich war immer froh, wenn ich überhaupt 10 Aufrufe schaffe. Das war bei mir eigentlich immer schon so ein absoluter Luxus. Und wenn es dann tatsächlich mal mehr waren, dann war ich eigentlich echt zufrieden. Es gibt so ein paar Ideen, die ich halt habe. Es gibt so viele Ideen, die ich halt eigentlich gerne mal ausprobieren würde. Und YouTube ist halt einfach ein Kanal, da kann man das halt gerne mal machen. Ohne dass man wirklich großartige Konsequenzen zu erwarten hat. Wenn es halt schief geht, dann geht es halt schief. Ich meine, ich habe hier nichts monetarisiert, weil ich eben auch keine 1000 Abonnenten habe und auch nie haben werde. Und selbst wenn ich die 1000 hätte, ich meine, das klingt wahrscheinlich jetzt, ja, das würde wahrscheinlich jeder Vollidiot sagen, aber mir ist es tatsächlich schlicht und ergreifend total egal. Also, ich bin mit meiner Kohle, die ich verdiene, eigentlich recht zufrieden. Also, ich weiß nicht, also. Ich glaube nie, dass ich auch irgendwie mal in dem Bereich hinkommen werde. Dafür ist dieser Markt halt einfach viel zu übersättigt, also was das Let's Playen angeht. Aber, ich bin, wie gesagt, ich mache das jetzt schon echt eine ganze Weile hier auf dem Kanal. Es sind inzwischen schon unglaublich viele Videos auf meinem YouTube-Kanal gelandet. Und es gibt noch so viel, was ich mal gerne ausprobieren möchte, aber. Erstens hat man keine Zeit dazu und zweitens, weiß ich nicht, ich würde zum Beispiel gerne mal ein paar Lore-Videos machen zu Dark Souls. Das habe ich mir schon so oft vorgenommen und habe eigentlich schon alles vorbereitet und pipapo und dann läuft es dann doch nicht so, wie man will. Ich habe jetzt schon so oft gesagt, dass ich Guide-Videos machen will zu Hotz. Aber da steht mir dann immer mein eigener Anspruch im Weg, weil ich bin jetzt wie auf Silber runtergedroppt, was heißt wieder, aber seit längerer Zeit mal wieder, seit zig Jahren mal wieder auf Silber runtergedroppt.
Und das ist dann halt ein Rang, da hast du den darfst du eigentlich nicht mehr Guide-Videos machen. Weil da lacht dich jeder für aus, wenn du das machst. Gold, Platin, das ist auch immer noch grenzhaft, meiner Meinung nach, weil das eigentliche Wissen, was man da weitergibt, ist ja eigentlich dann schon ein falsches Wissen, weil das glaubt ja keiner. Das kauft ja keiner ab. Wenn ein Silberplepp dir irgendwelche Scheiße reinlabert, kann das ja nicht stimmen, weil der ist ja Silber. So nehme ich das immer auf, wenn ich Kommentare lese in irgendwelchen Foren und so. Der Silberplepp, der hat da keine Ahnung, soll da mal labern. Also, ich weiß nicht, das schreckt mich halt immer ab. Ich habe bis jetzt nur den Alarak-Guide mal gemacht und so richtig gut angekommen ist der jetzt auch nicht. Eine andere Sache ist, dass ich halt auch überlegt habe, dass ich vielleicht einfach immer nur, dass ich den Kanal umstrukturiere zu einem Stream-Kanal. Wo ich halt einfach nur streame. Das heißt, die klassischen Let's Plays einfach weglasse und einfach nur streame. Darauf hätte ich halt auch eigentlich momentan mehr Bock, als ein klassisches Let's Play zu machen, was einfach mega lange dauert. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll mit meiner... Deswegen, ich bin immer noch in... Ich bin jetzt schon seit 2 Jahren irgendwie mit dem Kanal unterwegs. Also 3 Jahre oder schon länger vielleicht. Keine Ahnung. Seit der Alpha von Hotz. Nee, seit der Beta von Hotz. Das ist schon sehr, sehr lang eigentlich. 4 Jahre ungefähr. Und weiß halt immer noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen möchte. Ob das das Richtige ist. Deshalb, wenn es mal wirklich wieder was Neues gibt und ich Sachen ausprobiere, dann liegt es daran, dass ich halt wirklich mal etwas Neues so richtig weiß, wo ich eigentlich hin will. Und ich immer noch tatsächlich in dieser Findungsphase und Ausprobierphase bin. Und auch einfach mal was Neues ausprobieren möchte, was ich so noch nicht gemacht habe. Ja, das mit Hotz tut mir leid an dieser Stelle. Es war echt nicht fair von mir, von den... Vor allem an die Leute gerichtet, die an dich immer relativ treue Zuschauer sind und auch immer wieder da sind, um mich zu unterstützen und dann doch irgendwie glauben, dass ich irgendwie hier ihnen weiterhelfen könnte, was eigentlich meiner Meinung nach nicht der Fall ist, weil ich da echt nicht so gut drin bin. Aber trotzdem danke an dieser Stelle mal. Und ich werde das dann doch mal unterlassen, weil das ist mir erst hinterher tatsächlich nach dem zweiten Stream so ein bisschen bewusst gewesen. Weil ich gucke mir dann doch den Stream nochmal an und dann habe ich dann doch ein paar Kommentare drin, die halt auf meine Antwort dann schon warten. Und dann kommt halt nichts, weil ich halt keinen Chat anhabe und weil ich auch überhaupt nicht vorgesehen hatte zu sprechen und dann einfach nur normalen Chill-Stream machen wollte. Und das ist halt dann schon nicht fair gegenüber diesen Leuten. Da gelobe ich Besserung. Okay, jetzt spielen wir erstmal eine Runde Hanzo. Wir haben Asmodan, einer meiner Lieblingshelden im Moment, den ich auch als ersten Helden auf Level 100 bringen möchte. Wir schauen aber, glaube ich, ganz klassisch Kubelt spielen. Der Drache erwacht. Seht, was unsichtbar ist. Ganz klassisch Kubelt mit Lex, wie es sich gehört. Oh Mann. Okay, wie es aussieht, muss ich dann doch mal nach oben gehen. Er kommt da nicht ganz klar gegen den Kollegen da. Niemand entgeht mir. Seht, was unsichtbar ist.
bei der Luna. Such dir ein Talent aus. Schaut mit den Augen des Drachen. Ich mag Hansel immer noch. Du bist nichts. Ich muss noch back. Und dann kommen wir noch. So, der Drache lauert, wenn wir spielen. Meisterhaft. Oh, runter, please. Also, alles ein bisschen angesteckt. Johanna ist als einziges fertig. Dem Heiler gebührt mein Dank. Okay, dann werde ich mal ganz kurz hier die Elf zocken. Dass man dann bleibt die ganze Zeit unten, macht also nichts weiter. Ein klassischer Push aus dem Modern, oder? Fuck, du kannst mir nicht entkommen. Meisterhaft. Euer Wohl liegt in Trümmer. Die Magie schlummert im Inneren der Tempel, bis ich mein Dank schließe. Shit. Manchmal ist die Krankheit die Kein. Warte, ich geh mal Mitte. Da geht hier noch irgendwas. Was fehlt mir denn jetzt noch? Mir fehlt Asmo dann noch, das heißt, ich muss jetzt mal runtergehen. Okay, das kämpft da unten nicht. Ich krieg da schon mehr Erfahrungspunkte und Mass Heldenerfahrungspunkte. Und damit bin ich erstmal ganz zufrieden, auch wenn ich nicht so viel getroffen habe. Ich würde mal unten Gessler kurz unterstützen. Niemand entgeht mir. Das Licht
Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in ihrer ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Dem Heiler gebührt mein Dank. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier spielen? Drachenfall spielen. Das ist hier ein bisschen stärker. Ich meine, wir haben EDC, aber ich bin verloren auf EDC. Die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lass keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Dem Heiler gebührt mein Dank. Ich meine, nach oben gehen und defenden. Da wird es wieder erstrahlen. Das macht auch wieder keiner. Euer Gegner hat eine Vorfernung. Ignoriert alles, was ablenkt. Den Boss zu machen ist halt wieder so ein bisschen riskant. Das ist mega riskant. Das ist eigentlich super, super schlechter, den Boss zu machen. Sehr, sehr schlechte Entscheidung. Es ist nicht meine Entscheidung oder mein Fehler gewesen, Jungs. Wir haben beim Camp so easy keep gewesen. Ja, natürlich. Er ist jetzt angepisst, weil er selber eine doofe Entscheidung getroffen hat. So früh den Boss zu machen, ist halt so dämlich. Das ist ein typisches Kiddie-Kin wieder. Euer Vorbote zerstört. Immer hier. Ulti mit 0 Follow-up, nice. Wahrscheinlich ein Ulti hinterher setzen sollen. Na, wer schnappt sich mit der Söldnerlage da? Jetzt stirbst du. War halt einfach eine blöde Entscheidung. Ich meine, die erste Regel ist, und das ist auch der Grund, warum ich halt nicht, warum ich immer verliere und nicht mehr aufsteige, weil ich gegen mein Team eigentlich spiele, die ganze Zeit über. Weil ich halt der Meinung bin, das ist nicht eine gute Entscheidung, ist die wir da treffen. Dadurch, dass er halt am Anfang so lange unten geblieben ist. Oh Gott.
fehlt immer noch der Asmodon, Eier in zwei Text sogar. Das ist halt der Grund, ne? Warum ich dann letztendlich die ganze Zeit die Spiele verliere. In der Storm League muss man immer mit dem Team spielen, egal ob die eine falsche Entscheidung treffen oder nicht. Das ist bitter. Aber das sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist mir völlig Schnuppe inzwischen. Silber, Bronze, bin. Das ist alles nur eine verdammte Zahl. Mehr nicht. Und jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich kommen. Ja, das ist eine verdammte Ausrede, nur weil du... zu schlecht bist für dieses Spiel. Das mag durchaus sein. Ich bin jetzt verglichen mit dem... Spielern, die ganz oben sind, natürlich wesentlich schlechter, gar keine Frage. Aber ich möchte nur das Spiel spielen, mir ist es egal, welcher Rang. Und wenn ich der Meinung bin, dass es eine scheiß Idee ist, dann ist es eine scheiß Idee. Und dann will ich da auch nicht mitmachen. So einfach ist die Sache. Da fühle ich mich dann doch im Recht. Der Freund hat deine Festung zerstört. Eure Zitadelle wird angegriffen. Und solange ich mein Damage mache, ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. Game over! Asmodan hat das Game gewonnen, weil er nur gepusht hat die ganze Zeit. Niederlage. MVP. Ja, ich bin der Meinung, und das ist tatsächlich meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung, dass es eine super, super schlechte Idee gewesen ist, den Boss zu machen. Es lässt sich natürlich darüber streiten, was passiert wäre, wenn ich da gewesen wäre. Zwei Optionen hatten wir oben in der Top-Lane. Wir lassen das Camp durchpushen, dann das ist hundertprozentig wäre das Keep geworden. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es halt krass viel Push war, der in der Top-Lane war. Ich bin halt hochrotiert, habe das defended und ja, und die haben den Boss gemacht in dem Moment, was halt eine Schnups richtig, richtig schlechte Idee war. Also meiner Meinung nach eine richtig schlechte Idee. Aber ja. Soweit ich werde ich auch weiterverfahren. Wie gesagt, mir so schnuppe egal. Wir werden jetzt sicherlich weiter droppen, aber so ist es eben. Sehe ich gar nicht ein, immer die doofen Ideen von meinem Team zu unterstützen. Von daher, war's das an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.